Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne ein Full Face mit dir schminken. Ein paar neue Produkte sind dabei, ein paar coole Produkte, die ihr euch gewünscht habt. Ja, zum Beispiel hier diese Glam Reflection BH Cosmetics Rosé 15 Color Shadow Palette. Die werde ich heute mit euch testen. Dann habe ich hier auch noch zwei Produkte von Judith Williams, die ich gerne mit euch testen möchte. Ja. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und am Ende gibt es auch noch eine Verlosung. Irgendwie gibt es die in letzter Zeit ständig, aber das ist quasi meine 3000 Abonnenten-Special-Geschichte, dass ich unheimlich viele Verlosungen in letzter Zeit mache. Ja, ne? So, zuerst mache ich mir mal meinen schnieken Haarreifen rein, damit ich keine Haare vorne habe, die mich stören. Ja, ich habe ja gerade mit euch zusammen das Video gedreht, wo ich meine Augenbrauen gewaxt habe und meine Oberlippe epiliert habe. Ja, und jetzt mittlerweile alle Rötungen sind verschwunden. Finde ich sehr schön. So, danach habe ich mein Gesicht übrigens auch eingecremt und so. Und jetzt verwende ich einen Primer. Das ist hier der hier von, so rum, Fix and Rouge. Der war in einer, ich glaube, Barbara-Box drin. Oder war das die Brigitte-Box? Auf jeden Fall in einer Beauty-Abo-Box. So sieht die aus, die Tube. Und das ist die Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Also quasi auch hydratisierend. Kommt so raus. So weiße Würstchen. Und ja, den trage ich mir jetzt erstmal im ganzen Gesicht auf. Es riecht wie eine ganz normale Gesichtscreme. Und fühlt sich auch so an. Ja, also vom Hautgefühl ist es alles einfach wie, als hätte ich jetzt noch eine Gesichtscreme über meine eben vor 2 Stunden drauf gemachte Gesichtscreme verwendet. Ja. Sieht jetzt nicht irgendwie, weiß Gott, wie Poren verfeinern oder sonst was aus. Es sieht aus wie eine ganz normale Creme. Das hat jetzt bislang noch keinen Effekt bei mir gemacht. Finde ich nicht. Aber egal, ne? War relativ teuer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Produkt an sich. Nun denn. Während der Primer jetzt einzieht, kümmere ich mich jetzt erstmal um meine Augenbrauen. Ja, da verwende ich erstmal als Base von Benefit, aus dieser Benefit-Box, die es gab, als man dieses Dreier-Bundle-Glossy-Box-Adventskalender-Gedöns bestellt hat, den Bravo Conditioning Primer. Das ist der hier. Sieht aus wie ein Zauberstab. Genau. Da kommt so ein Gel vorne raus und das hat so einen interessanten Auslass. Da muss man unten dran drehen. Und dann kommt irgendwann oben was raus, so. Meistens ganz viel auf einmal. Und das gebe ich mir vorsichtig auf meine frisch gezupften Augenbrauen. Und er bringt alles erstmal so in eine gewisse Grundform rein. Ja, einen wirklichen Effekt sieht man dadurch nicht. Du hast dadurch quasi die Augenbrauen einfach nur mal so ein bisschen in Form gebracht und vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Und normalerweise hält das Augenbrauenprodukt dadurch dann länger. Als Augenbrauenprodukt verwende ich hier von Avon True den Perfect Brow Powder Liner. Der sieht so aus. Und das ist die Farbe Light Brown. Den hatte ich schon mal verwendet und fand den echt gut. Das ist halt so ein Puder, was aber auf so einem kleinen Mini-Moped rauskommt. Und den gebe ich mir jetzt auf meine Augenbrauen drauf. In der Theorie wäre das hier die Form meiner Augenbraue, aber ich finde das ein bisschen heftig, oder? Also für mich ein bisschen zu viel. Deswegen mache ich das hier vorne mal ein bisschen weg, dass das ein bisschen mehr nach mir selber aussieht. Also so fühle ich mich deutlich wohler damit und so finde ich, passt es auch mehr zu mir. Ich habe das hier oben mal so ein bisschen weniger gemacht und hier oben auch, weil das war mir einfach zu viel. Jetzt bürste ich das so ein bisschen aus. So, und so passt es mir jetzt. Und jetzt mache ich die andere Augenbraue auch. Also ich verwende dieses Produkt wirklich gerne, weil es sich eigentlich schön auf den Augenbrauen anwenden lässt. Aber mein Tisch sieht danach immer aus wie Sau, weil das bröckelt doch immer ziemlich. Und ja, das ist ein bisschen unsauber. Ja, fixieren werde ich das gleich noch. Ja, dann gehen wir jetzt mal rüber zu der Foundation. Und zwar habe ich hier von Judith Williams, Judiths, sagen wir einfach Judiths, Anti-Aging Foundation, Deckkraft, Hautperfektion und Elastizität. Ja, ne, die gibt es ja nur in einem einzigen Farbton, deswegen kann man da nicht so viel falsch machen. Und wie ihr seht, die ist wirklich noch komplett neu verpackt. Das machen wir hier mal ab.
Die Anti-Aging Foundation von Judith Williams Cosmetics punktet mit einem langen Halt, einer hohen Deckkraft und einem natürlichen Finish. Die leichte Formulierung perfektioniert das Hautbild und lässt sich mühelos verteilen. Dank in der Formel enthaltener straffender Inhaltsstoffe werden Zeichen der Hautalterung optisch kaschiert. Für ein jugendlich strahlendes Aussehen. Anwendung: auf die gereinigte Haut mit einem Make-up-Schwamm oder einem Foundation-Pinsel auftragen. Ich habe hier mein Real Techniques-Schwämmchen angefeuchtet und werde das auf jeden Fall verwenden. Ja, ne? Das habe ich mir letztens in der Drogerie geholt. Ich glaube, bei DM war das. Ich weiß nicht, ob man das schütteln muss. Ich schüttle eigentlich immer vorher Foundations. Ach, guck. Hat hier so einen schönen Pumpspender. Das ist eigentlich die Öffnung, die ich am liebsten mag. Und wie mache ich das jetzt am besten? Ich gebe mir das erstmal auf meinen Handrücken. Ich gebe mir mal zwei Pumpstöße drauf. Die riecht sehr zart. Vom Hautton sieht die ein bisschen dunkel aus, aber als würde sie passen. So, dann nehme ich mir mein Make-up-Schwämmchen und ja, gebe mir das in mein Gesicht. Und tatsächlich auch ein bisschen dunkel. Ich verstehe auch nicht, warum die nur eine Farbe rausgebracht hat. Weil es gibt ja so viele verschiedene Hautfarben auf der Welt. Da ist es doch schade, wenn es nur einen ausgewählten Kreis an Menschen gibt, denen die Foundation passt, oder? Ich habe mir jetzt gedacht, komm, wenn sie halt wirklich eine Foundation anbietet, die ja nur eine Farbe hat, dann muss die ja total super sein und wirklich jedem passen. So ähnlich wie der One Minute Face Perfector von Catrice, den ich ja gerne verwende. Und eigentlich hatte ich vor, heute, so wie ich mich jetzt hier mit euch schminke, auf einen Geburtstag zu gehen, denn meine Schwägerin in Spee, oh, vom Herzen her sind wir schon Schwägerinnen, würde ich mal so sagen. Wenn man 13 Jahre mit ihrem Bruder zusammen ist, dann sollte man das doch sollte man das doch wohl vermuten dürfen. Auf jeden Fall gehen wir auf ihren 33. Geburtstag und eigentlich wollte ich mich nicht nochmal neu schminken, denn dafür habe ich, glaube ich, auch gar keine Zeit mehr. Also was die Foundation auf jeden Fall macht, ist, dass die wirklich schön gleichmäßig abdeckt und eine ordentliche Deckkraft hat. Also Rötungen werden ruckzuck weggewischt. Ich habe jetzt wirklich den zweiten Pumpstoß gleich komplett in meinem Gesicht aufgetragen. Aber da ich möchte, dass mein Gesicht zu meinem Hals passt, werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen Foundation auf meinen Hals geben müssen. Ja, dann nehme ich einfach mal einen halben Pumpstoß. Oder nur einfach immer so ein bisschen. Ich glaube, das reicht, weil diese Foundation scheint ziemlich ergiebig zu sein, was ich auch gut finde. Weil ich habe jetzt fürs ganze Gesicht nur zwei Pumpstöße gebraucht. Das ist ziemlich wenig. Ich finde übrigens, dass der Primer sehr schön zu der Foundation passt, weil der Primer gibt Feuchtigkeit, die Foundation gibt Feuchtigkeit. Und ja, ich brauche jetzt eigentlich nicht zwingend Anti-Aging-Pflege oder sowas, weil ich bin noch 29. aber es ist ein sehr angenehmes Hautgefühl mit beiden Produkten zusammen. Definitiv. Das ist wirklich schön durchfeuchtet, nichts spannt und nichts fühlt sich trocken auf der Haut an. Ich habe heute sehr viele Gesichtsprodukte. Drei, vier. Die eben in diese Richtung gehen. Weil ich mich heute auch einfach den ganzen Tag über frisch fühlen wollte und nicht zu sehr geschminkt fühlen wollte. Weil wenn wir da auf dem Geburtstag sind, ist dann auch unser kleiner Neffe da und dann will man ja auch mit dem so ein bisschen schmusen und nicht das Gefühl haben, dass man die ganze Zeit das Gesicht in ihm verliert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer so, wenn man mit Kindern dann zusammen ist, dass man eigentlich gerne so ein No-Make-up haben möchte, weil man ja auch, ja, nicht sein Make-up auf die Kinder abfärben möchte. So, ich habe das jetzt auch so ein bisschen nach unten verblendet. Ja, auch einen halben Pumpstoß oder so ein Mini-Würstchen auf meinen Hals gegeben. Das heißt, es passt dann auch wieder ein bisschen. Ja, mein Körper ist einfach hell und wenn ich meine Hand hier hochhalte, sieht man einfach, was meine Körperfarbe ist. Das lässt sich nicht ändern. Aber das ist immer so, wenn man sich schminkt als helles Häutchen. Also ich finde, dass die Foundation super sich mit der Haut verbunden hat. Das ist richtig schön. Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht, dass es in irgendwelche Fältchen kriecht oder dass sie blöd aufliegen würde oder sowas. Von der Farbe her lässt sich drüber streiten, aber wir haben jetzt ja auch erstmal nur die Foundation drauf gemacht. Da kommen ja noch Bronzer und Highlighter und Blush und ach je.
Ein Kram kommt da noch drüber. Also deswegen, diese Foundation finde ich echt schön. Die mag ich, die gefällt mir. Ist für mich aber wahrscheinlich eher was für den Sommer, weil sie dann halt auch entsprechend, ne, passen würde von der Farbe her. Auch von Judith Williams aus dieser Reihe habe ich ihren Concealer mitgenommen. Auch den habe ich nur in einer Farbe gefunden. Der gibt Deckkraft, Aufhellung und Pflege. Das ist der Rich Concealer. Und auch der ist noch neu verpackt. Den muss ich erstmal auspacken. Aber so weiß man auf jeden Fall, dass er noch nicht irgendwie von irgendwem angepackt wurde. Das finde ich auch immer sehr nett. So, Vitamin E. Dieser flüssige Concealer hält den Bereich unter den Augen im Nu auf und kaschiert auf diese Weise dunkle Schatten und Augenringe. Die einzigartige Formel mit Vitamin E besticht durch ihre gleichmäßige Abdeckung und verschmilzt mit der Haut, ohne sich dabei in die Fältchen zu legen. Anwendung: Tragen Sie den Concealer mit dem Applikator unter den Augen auf, anschließend mit den Fingerspitzen verblenden. Ja, mit den Fingerspitzen oder auch mit einem Beautyblender. Ach, guck mal, das hat auch so ein Puffelding vorne dran, genauso wie mein Love Concealer. Das finde ich cool. Da muss man erstmal drehen, damit da oben Produkt rauskommt. Es kommt Produkt raus. Juhu! Spiegel. Da. Fiona, dein Spiegel kommt immer wieder zum Einsatz. Das muss man wirklich sagen. Und dann kommt ein bisschen mehr, oder? Ich habe, glaube ich, gehört, dass der relativ ergiebig sein soll. Sieht aber sehr dunkel aus. Dann gebe ich den mir mal unter meine Augen. Aber der Puffel ist aber relativ hart. Wichtig ist auch immer, dass ihr den Concealer euch hier auch in den Augeninnenwinkel mit reingebt, denn dort hat man immer ziemlich viele Augenschatten. Aber der Concealer wirkt wirklich sehr wässrig. Ich tupfe den deswegen auch mal so ein bisschen, damit ich einfach ein bisschen mehr Produkt dorthin bekomme. Dann versuche ich den jetzt erstmal bei diesem Auge nur mit dem Finger zu verblenden. Denn so steht es hier auch da. Von der Textur her ist der ziemlich klebrig. Also fast schon Primer-mäßig. Das finde ich sehr interessant. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der wird sich schon in die Fältchen setzen, wenn ich den nicht setze. Dann gehe ich auch hier eigentlich immer um meine Augenbrauen drum zu. Aber dafür reicht das Produkt jetzt gerade nicht. Dann mache ich mir ein bisschen noch hier was über die Augenbraue. Ah, ich weiß noch nicht, wie ich den finde. So, jetzt mal zum Vergleich die beiden Augen. Hier habe ich den Concealer aufgetragen, hier noch nicht. Also einen Unterschied sieht man schon definitiv. Hier habe ich meine Augenschatten entsprechend kaschiert und alles wirkt ein bisschen heller. Ich finde den Concealer aber nicht so geil, weil der sehr klebrig ist. Ich lasse ihn jetzt noch mal ein bisschen trocknen, um mir da mein Urteil richtig drüber bilden zu können. Lässt sich aber tatsächlich sehr schön mit den Fingern verblenden. Und es ist immer so, wenn du irgendwas mit deinen Fingern verblendest, verbrauchst du natürlich weniger Produkt, denn so ein Schwamm zieht ja immer auch Produkt in sich auf. Ja, aber ich finde die Deckkraft sehr, sehr leicht. Eine extrem leichte Deckkraft und nicht eine hohe Deckkraft, wie hier halt nun mal draufsteht. Nun ja, dann machen wir mal das andere Auge und das verblende ich dann mit meinem Schwämmchen. Das ist halt auch etwas, was ich an diesem Real Techniques Schwämmchen so gerne mag. Und du hast ja hier diese abgeschnittene Seite. Und ja, lässt sich super dann hier überall die feinen Kanten ausarbeiten. Das finde ich toll. Ja, also ob ich jetzt mit dem Finger oder mit dem Beautyblender verblende, macht bei der Deckkraft jetzt meiner Meinung nach keinen Unterschied. Es geht nur unfassbar viel schneller mit dem Beautyblender bzw. mit dem Make-up-Schwämmchen. Ja, Deckkraft sehr leicht. Und er setzt sich hier unten in die Fältchen rein. Also wenn ich hier unten so ziehe und nach oben schaue, dann seht ihr das vielleicht. Also er setzt sich halt leicht in die Fältchen. Also den muss man setten. Und ja. Naja, hält schon mal zwei Werbeversprechen. Nicht unbedingt. Dann gucke ich mal, wenn ich hier zum Beispiel eine Rötung habe, ob ich die damit abgedeckt bekomme. Mit einem normalen, guten Concealer kann man das ja machen. Man kann das natürlich auch durch Color Correcting machen. Aber ich wollte dieses Mal tatsächlich auch ausprobieren, ob das nicht mit diesem Concealer mit einer Deckkraft funktioniert. Aber na, da muss man schon ordentlich aufbauen, um da irgendwas hinzukriegen. Deswegen lasse ich das einfach. Hier unten versuche ich noch ein bisschen. Aber ich sag mal, Highlighten, also dass du quasi richtig Aufhellung durch den Concealer hast, meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt. Joa, also mein Fazit zu den beiden Produkten: Die Foundation ist cool, den Concealer braucht man nicht.
So, weiter geht's im Text. Und zwar kümmern wir uns jetzt mal um die Augen. Da habe ich jetzt hier von BH Cosmetics die Glam Reflection Rosé Palette. Die hat 18,95 gekostet, wie du siehst. Und die nehmen wir hier mal raus. Auch die habe ich mir mal von DM geholt. Und ich finde sie wunderbar. Ich verlinke euch das auch mal unten in der Infobox. Da müsste ich auch bei Amazon einen guten Link zu finden. Die kommt mit sehr natürlichen Tönen daher, sehr nudig, aber das gefällt mir sehr gut. Das mag ich einfach allein dadurch. Ach scheiße, ich muss setten. Gut, dass du es sagst. Und zwar habe ich hier von Tea by Terry Hyaluronic Hydra Powder. Das hatte ich ja in so einer Flaconi-Box mal mit drin. Moment, ich nehme das mal aus der Packung raus, dann siehst du es ein bisschen besser, weil das reflektiert sonst auch ein bisschen zu sehr. Das ist nur so eine kleine Packung und das ist loses Puder und damit sette ich jetzt mal eben. Voll vergessen. Ja, und der Concealer ist so klebrig, den musst du setten. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und wenn du so ein Hyaluron Puder hast, ist es natürlich umso besser, weil das ja so leicht ist. Und dafür nehme ich übrigens hier von BH Cosmetics so einen Pinsel aus dem Rose Quartz Set. Auch das verlinke ich dir unten mal in der Infobox. Und ich, ja, sette mal nicht auf dem Lid, weil ich tatsächlich den ja auch ganz gerne, also den Concealer als Lidschattenprimer jetzt zweckentfremde. Und dann sette ich einfach jetzt auch mal kurz mein ganzes Gesicht, aber das nur ganz leicht. Es regnet bei uns übrigens gerade in Strömen. Wenn ihr also irgendwas so hört, hier ist nicht irgendwie jemand nebenan am Duschen, zumal das Badezimmer auch ganz weit von diesem Raum entfernt ist, sondern es ist der Regen. Mensch, hier ist echt Aprilwetter, ne? Mal hast du super gutes Wetter und kannst hier echt in Top und T-Shirt und hast du nicht gesehen rumlaufen. Und mal musst du so aufpassen, dass du nicht wegwehst oder musst dir deine dicken Winterklamotten wieder anziehen. Verrückt hier im Norden. So, das Gesicht ist jetzt abgepudert und es wirkt jetzt auch schon wieder ein bisschen heller, auch wenn das transparentes Puder ist. Ich gebe mir noch mal ein bisschen mehr von dem Puder unter die Augen, um eben gleich nicht das Problem mit Fallout zu haben. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal hier mein Kosmetikschwämmchen, mein Make-up-Schwämmchen. So, also dieses Puder kann ich euch sehr empfehlen. Und das wirkt sehr, sehr leicht auf der Haut und fühlt sich einfach schön an. Ich mag es gerne. So, jetzt gehen wir aber rüber zu den Lidschatten. Endlich. Finally, we can go. Dann nehme ich zuallererst mal von BH Cosmetics Nummer 10 hier diesen abgeschrägten Pinsel und sette mein Lid. Und das mache ich mit dieser Farbe hier. Das ist so ein schönes Nude. Und das gebe ich mir komplett einmal drauf. Zum Setten. Ja, so ein bisschen creased der Concealer. Deswegen muss man den so ein bisschen noch andrücken mit dem Finger und kann dann mit der ersten Schicht drüber gehen, beziehungsweise mit dem Setting-Ton. So, dann nehme ich mir von Luvia aus der Prime Vegan-Reihe die Nummer 7. Das ist so ein kurzer, festgebundener Blendepinsel. Gehe dann hier in diesen braunen Ton. Das ist ein relativ heller Ton. Du hast ein bisschen Kickback in der Palette, ne? Das ist aber nicht so schlimm. Das pustet man einfach weg und das gebe ich hier oben in meine Crease, beziehungsweise forme mir dadurch ja meine erste Linie. Weil durch die leichten Schlupflider, die ich habe, muss ich das ja alles immer etwas anders gestalten. Dann verblende ich das auch immer so ein bisschen schon mal nach oben. Weil das hier soll ja auch quasi der Basiston werden, an dem sich vieles orientiert. Und ihr seht, die Pigmentierung von der Palette, die macht einfach Spaß. So, dann gehe ich nochmal in den Ton, mache mir den so ein bisschen auf die Spitze, gucke dann quasi gerade in die Kamera, gehe mit dem Pinsel über mein Auge. Also hier habe ich ja meine Wimpern, ne? Und dann ditche ich hier oben dran und dann ziehe ich das so ganz leicht hier nochmal. Dadurch ziehe ich mir die Crease halt nochmal so ein bisschen, die Lidfalte halt nochmal so ein bisschen höher und mache das Auge wirklich offener. Ich habe dann immer noch ein bisschen Platz halt oben bis zur Augenbraue. Das heißt, hier habe ich immer noch diesen hellen Punkt, diese helle Linie. Das heißt, man geht jetzt nicht wirklich bis nach ganz oben mit diesem Ton, ne? Das würde sonst wahrscheinlich auch zu böse aussehen. Man macht einfach den Blick ein bisschen offener.
So, und weil ich heute auch dieses Oberteil tatsächlich zu dem Geburtstag anhaben werde, gehe ich gerne weiterhin ein bisschen ins Rot, Pinke, wie auch immer. Das heißt, ich gehe hier unten in diesen Ton, die Töne haben leider ja keine Namen. Nehme dafür den Pinsel, den ich eben auch zum Setten verwendet habe, gehe da ganz vorsichtig nur rein und gebe mir den hier nochmal in die Lidfalte rein. Ganz vorsichtig tupfe ich den erst, weil die Pigmentierung doch sehr, sehr hoch ist. Mache mir das hier auch wirklich ins äußere V rein. Und dann verblende ich das vorsichtig. Sieht wie immer noch etwas schmutzig aus und sieht auch ziemlich heftig aus. Das kriegen wir aber gleich noch. Dann gehe ich jetzt wieder nochmal ganz vorsichtig rein und mache das andere Auge. Also Pigmentierung ist der Wahnsinn. Da muss man wirklich vorsichtig mit arbeiten. So wie ich das hier auf diesem Auge habe, hätte ich das auch gerne auf dem Auge gehabt, aber da war ich jetzt ein bisschen zu viel drin. Deswegen mache ich hier jetzt auch ein bisschen mehr. So sieht das dann aus. Dann gehe ich mit meinem Finger, oder erstmal versuche ich das mit einem Smudger-Pinsel zu machen. Dann nehme ich diesen Smudger-Pinsel aus dem Rose Quartz Set und gehe dafür hier in dieses Schimmer Beige, dunkles Beige rein und gebe mir den hier außen hin. Und verblende das auch so ein bisschen da rein in dieses äußere V, was ich da ja gesetzt habe. Ich gehe echt doll in die Farbe und presse das hier richtig auf mein Augenlid auf, weil ich das einfach schön finde und ich finde, dass es dann auch besser zusammenpasst, als wenn ich das nur leicht auftragen würde. Ich ziehe mir das dann ungefähr bis zur Mitte durch. Und mit dem Smudger kann man das auch schön dann mit der dunklen Farbe so ein bisschen verwischen, verblenden, wie auch immer, dass das alles etwas harmonischer wird. Jo, das finde ich ganz cool, das passt ganz gut zusammen. Ne? Mach ich. Und ein bisschen Fallout habe ich auch von dieser Farbe jetzt bekommen. Aber ist ja nicht schlimm, weil ich mir ja eben noch ein bisschen Puder unter den Augen gemacht habe. So, dann nehme ich denselben Smudger-Pinsel und gehe hier in diese rosane Farbe. Ja. Roségold ist es ja fast schon. Gehe auch ordentlich mit dem Pinsel rein, um Farbe aufzunehmen und gebe mir das auf die andere Hälfte des Lides. Presse das auch richtig drauf. Und die beiden Farben passen richtig gut zusammen. Ich finde ehrlich gesagt die ganze Palette sehr harmonisch miteinander, ne? Das gefällt mir sehr gut. So, und in die Mitte von meinem Auge gebe ich mir nur so einen Punkt. Also so ganz in der Mitte, da wo meine Iris auch ist, hier von diesem schimmernden Weiß, da gehe ich aber mit meinem Finger rein. Das ist richtig hell und tupfe mir das hier einfach in die Mitte auf, um das Auge einfach nochmal ein bisschen offener zu gestalten. Jo, so sieht das dann aus und damit haben wir oben einigermaßen fertig. Wir möchten hier noch verblenden. Dafür habe ich hier meinen freshen Blendepinsel, auch von Viet Cosmetics aus dem Rose Quartz Set. Das ist die Nummer 6. Der ist lang und fluffig, ja genau. Und dann gehe ich einfach in. Ich nehme erstmal die Basefarbe, um das vorsichtig zu machen. Gehe da vorsichtig rein und verblende oben alles. Einfach um hier so eine weiche Kante zu schaffen und ja, das Ganze halt sauber aussehen zu lassen oder sauber zu machen halt. Es sieht ja nicht nur sauber aus, es ist dann auch sauber. So sieht das dann aus. Gefällt mir sehr gut. Ich mag das, wie es verblendet ist. Ich mag das, wie die Farben miteinander harmonisieren. Und ja, dann machen wir jetzt unten mal das Fallout weg. Da nehme ich dann wieder den Puderpinsel von eben und mache sowohl das Fallout weg als auch das überschüssige Puder, was ich da unten drunter hatte. Ne? So sieht das dann aus. Gefällt mir. Auch die untere Augenpartie gefällt mir sehr gut. Jetzt auch mit dem Concealer. Die Foundation sitzt nach wie vor noch sehr gut, auch wenn ich jetzt schon seit fast einer Stunde filme. Aber ich habe ja auch andere Dinge gemacht. Aber trotzdem. So, die Palette legen wir kurz zur Seite. Benutzen wir ja gleich noch weiter. Jetzt möchte ich mir erst einen Eyeliner ziehen. Dafür habe ich hier von Giordani Gold das Supreme Eyeliner Gel. Das hatte ich von der lieben Lea in dem Paket drin gehabt. So sieht das Pöttchen aus. Und da gehe ich jetzt einfach mit dem Precise Eyeliner Brush von Essence rein. Das ist der hier. Den habe ich mir mal irgendwie bei DM, glaube ich, bestellt oder bei Cosmetic for Less. So gefällt mir das einfach mega gut. Das ist so präzise und oh, herrlich. Also man kann gut damit arbeiten. Es macht Spaß und es macht Freude und es macht fertig so langsam. Ja, ne? Cooles Produkt, richtig geil. Und jetzt kommt die
Nö, Mascara kommt später. Ich mache jetzt den unteren Wimpernkranz, genau. Dafür nehme ich mir wieder die BH Cosmetics Palette und einen abgeschrägten flachen Pinsel. Das könnte man auch als Eyeliner oder als Augenbrauenpinsel verwenden. Auch von BH Cosmetics, die Nummer 12, aus so einem Basic Set. Und ja, dann gehe ich für außen einmal wieder in die Farbe, diese dunkel, fast rötliche Farbe, die ich hier auch hier oben habe. Und ziehe das unten an meinem unteren Wimpernkranz bis zur Hälfte. Presse das hier an der Seite an und ziehe das so nach vorne durch. Und verbinde das auch mit oben. So, dann nehme ich mache mir ich den Pinsel kurz ein ganz kleines bisschen. Ich bapp den einfach so ein bisschen auf dem Kosmetiktuch ab. Gehe dann hier oben in diesen Taubton, den ich ja auch oben verwendet habe. Und ziehe mir den so bis zum Ende der Wasserlinie. Den einfach nur ganz dezent, um das Auge halt so ein bisschen schärfer zu umranden. Genau, aber halt nicht zu dunkel zur Mitte zu werden. Und dann nehme ich mir hier diesen Angled Lip Brush, so heißt der eigentlich, von Essence. Gehe in dieses Weiß, um mir ein Innenwinkel-Highlight zu setzen. Das ziehe ich dann auch immer ein bisschen nach oben und nach unten, um halt wirklich alles miteinander zu verbinden. So sieht das dann aus. Ich finde es ganz schön. Und dann nehme ich mir auch noch ein bisschen was und setze mir das unter die Augenbraue als kleines Highlight. Wenn es zu intensiv ist, einfach mit dem Finger so ein bisschen drüber bappen. Ne? Dann sieht das nämlich halbwegs natürlich aus. So sieht dann der Lidschatten-Look aus mit Eyeliner. Mascara kommt natürlich noch. Also die Palette von BH Cosmetics, die Glam Reflection Rose oder Rosé, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt damit helle Looks schminken, dunkle Looks. Ihr bleibt halt immer irgendwo in einem tragbaren Zustand und es wird halt nicht zu bunt. Ich mag bunt, aber zum Rausgehen traue ich mich das noch nicht so ganz doll. Da bin ich eher so dann eher in den warmen Tönen und fühle mich da auch einfach wohl mit. So, gehen wir jetzt weiter zu der Mascara. Da habe ich die Bad Girl Bang Mascara von Benefit. Die hatte ich auch in dieser Benefit Glossy Box Gedöns mit drin. Nehme mir mein Fiona Spiegelchen und trage mir die mal auf. Die hat ein Gummibürstchen, das mag ich. Ich mag Gummibürstchen. Gummibürstchen und ich, wir sind ganz dicke miteinander. Ich muss sagen, seitdem ich Wimpernseren verwende, habe ich auch weniger das Problem mit ausfallenden Wimpern. Das hatte ich damals so oft, wenn ich mir die Wimpern getuscht habe, dass mir die Wimpern ins Auge gefallen ist. Irgendwas Positives scheinen die zu machen, neben dem, dass die halt die Wimpern auch wirklich verlängern bei mir, ne, und verdichten. So sieht dann der fertige Augenlook aus. Ich habe das jetzt auch noch ein bisschen mit so einem Ebelin-Bürstchen, was ich eben für die Augenbrauen verwendet habe, korrigiert, weil das doch ein bisschen klumpig war. Man muss sagen, dass einfach aus dieser Bad Girl Bang Mascara ziemlich viel rauskommt. Aber mir gefällt es richtig gut. Das passt auch zu meinem Outfit, was ich nachher tragen möchte. Übrigens ist gerade bei uns ein heftiges Gewitter aufgezogen. Also wundert euch nicht, falls es hier gleich mal donnert. Ich habe auch ein kleines bisschen Angst. Sammy wird sich wahrscheinlich gerade unterm Tisch verkriechen und mein Freund wird auf ihn aufpassen müssen. Ja, als nächstes verwende ich einen Bronzer und zwar von Max Factor. Es ist einer. Der ist in der Farbe, also das ist ein Creme-Bronzer in der Farbe 05 Light Gold und der ist sehr dezent und ja, hab mir gedacht, der könnte wohl passen. Gehe dann da rein mit meinem Lieblingspinsel von Real Techniques. Das ist der Bronzer-Pinsel, jedenfalls verwende ich den so. Dann tapere ich das erst so vorsichtig hier ein, dass es nicht fleckig wird. Und dann wird einfach verblendet. Im E. Also das E ist ja hier rum. Ne? Da die Foundation relativ dunkel ist, sieht man den Bronzer jetzt nicht so unbedingt. Ne? Ja, also man sieht ihn ungefähr gar nicht. Jetzt die Stirn so ein bisschen verdunkeln, macht auch keinen Sinn, weil es einfach so ziemlich genau die gleiche Farbe ist. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich versuche den so ein bisschen aufzubauen, aber ich möchte halt auch einfach nicht zu dunkel jetzt gleich werden,
weil ich ja tatsächlich, wie eben schon erwähnt, einfach noch rausgehe. Aber was ich jetzt gut machen kann, ist, dass ich den Bronzer nochmal nehme, um das Ganze nach unten zu verblenden, damit Foundation, Hals, Ohren und alles einfach besser zusammenpassen. Jo, aber im Prinzip, ne, macht er nicht den größten Effekt. Aber ich will jetzt auch keinen dunkleren Bronzer nehmen, weil das dann auch zu dunkel für mich wäre. Und das, ja, sollte halt alles stimmig bleiben. Dann bringen wir jetzt aber ein bisschen Farbe ins Gesicht mit dem Love Heartful Healthy Glow Blush. Das ist der hier in der Farbe 030 Seductive Flamingo. Den habe ich in der Zeitschrift letztens drin gehabt. Das habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Und den trage ich mir jetzt auf mit einem Pinsel von Karl Lagerfeld und Model Co. Auch den hatte ich mal in der Box mit drin. Das war eine Special Box von der Glossy Box, glaube ich. Der ist so angeschrägt. Ich gehe vorsichtig rein, denn die Farbe ist schon gut. Und lächle ein bisschen und gebe mir das auf die Wangen. Und verblende, weil es zu viel ist. Okay, es ist doch sehr viel geworden. Aber egal. Mein Augen-Make-up ist warm. Mein Oberteil ist auch. Ne, siehst du? Es ist ein bisschen eskaliert. Uiuiuiuiuiui. Das wäre jetzt eine angenehme Röte. Das ist ein bisschen eskaliert. Und damit halt beide Seiten in irgendeiner Art und Weise symmetrisch aussehen, muss ich hier auch leider ein bisschen mehr eskalieren. Nur ja, auf jeden Fall gibt er auch einen leichten Schimmer, einen leichten, also nicht Schimmer, einen leichten Schein, ne, dass man so ein bisschen, ja, dass die Bäckchen etwas betont sind. Finde ich aber ganz schön. Also das Produkt mag ich gerne. Habe ich jetzt auch zum ersten Mal ausgetestet. So, und dann habe ich hier noch aus einem Trash-Päckchen tatsächlich von Becker ein Highlighter. Und zwar ist das Shimmering Skin Perfector. Ja, ne, der ist das. Und eigentlich ist das eher so ein, ja, ich sag mal, Gesichtspuder, ganz dezent, um allgemein Glow zu bringen. Aber ich möchte das punktuell aufbringen, um mir ein leichtes Highlight zu setzen. Kann ich das überhaupt leicht highlighten? Wir schauen mal. Den trage ich mir dann ja hier auf. Da habe ich hier so einen Pinsel von Luxi, den hatte ich auch mal in der Box drin. Ah, der changiert auch so ein bisschen, ne? Der wird auch ein bisschen rosa, aber das passt halt auch zum Augen-Make-up und zum Oberteil. Das ist dann nicht so schlimm. Weiß nicht, vielleicht sollte ich nachher tatsächlich auch diesen Haarreifen tragen, um da so ein bisschen, ja, das Ganze passend zu haben. So, den blende ich auch ein bisschen aus, damit es nicht zu extrem wird. Weil der ist schon. Dafür, dass es nur ein Shimmering Skin Perfector sein soll, ist er schon da, ne? Aber er gefällt mir richtig gut. Zieh mir den ja hier immer so auch ein bisschen über die Augenbraue, damit man da einfach dieses Highlight genau dort hat, wo man es haben will. Hier an der höchsten Stelle unter dem Auge. Dann tapere ich ein bisschen und ziehe das auch ein bisschen hoch. Unter der Augenbraue habe ich ja auch den Highlighter, das verbinde ich dann so ein bisschen auch. Jo. Na, ja, das gefällt mir. Das sieht doch schön aus. So, dann stitche ich noch einmal kurz rein, um meine Nase zu highlighten. Meine Nasenspitze. Ziehe das auch ein bisschen hoch, um ein dezentes Highlight auf die Nase zu geben. Noch einmal kurz reingehen, um hier oben so ein bisschen zu highlighten. Dann gehe ich ein bisschen mehr rein, um mein Lippenherz zu highlighten. Und ein bisschen das Kinn. Ja, und so glänze ich dann vor mich hin. Ich finde das schön. Ich mag das. Schön. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Da habe ich hier von Yves Saint Laurent aus dem lieben Paket von der lieben Lea einen mit drin. Rouge à Lèvres Lipstick in der Farbe, ich glaube, 62R90H. Weiß ich aber nicht. Genau, so sieht der aus. Der hat so ein Herz mit drin. Das ist ein Pflegepunkt. Und den trage ich mir doch jetzt mal auf die Lippen auf. Auf den Lippen auf. Oh, der riecht so ein bisschen kirschig und wenn du den drauf machst, fühlt er sich auch so ein bisschen an, als hätte der noch so einen Plumping-Effekt. Also das kribbelt ein bisschen. Das finde ich echt cool. Ja, und ich würde sagen, der passt sowohl zum Oberteil als auch zum Augen-Make-up. Also der macht so einen schönen Übergang zwischen beiden, weil der eine Nuance zwischen beiden ist quasi. Das gefällt mir sehr gut. Ich schaue mich gerade um. Eine Sache habe ich noch und zwar von Benefit. Das hatte ich von der lieben Mrs. X bekommen. Den 24 Hours Brow Setter. Den mache ich mir jetzt auch noch eben auf die Augenbrauen, damit die halt auch halten. Auch wenn ein kleines Kind auf dem Schoß sitzt und im Gesicht rumwatscht. Die Mascara ist schon mal wasserfest, das ist schon mal gut. Und jetzt fixieren wir auch noch mal die Augenbrauen.
Also mit dem kriegst du wirklich jedes Härchen gegriffen, weil der hat sowohl auf dieser Seite etwas längere Borsten und auf der Seite etwas kürzere. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann in der Kamera. Ich halte es mal näher ran. Ich habe halt wirklich keine gute Kamera, ne? Wie gesagt, es ist mein Handy. Ja, und so sieht dann jetzt mein fertiger Look aus, den ich so jetzt gerade heute gerne tragen möchte, wie ich dann auf den Geburtstag gehen werde. Und ja, was meinst du? Wie findest du den? Mir gefällt er richtig gut. Also ich fühle mich unfassbar wohl gerade damit. Und ja, finde es cool. Ich benutze jetzt kurz ein bisschen Setting Spray. Da habe ich hier von Balea das Wasserspray. Das kannst du auch als Setting Spray verwenden. Ist halt nur ein bisschen intensiver. Also nicht besser haltend, sondern intensiver vom Sprayer. Ja, so sieht jetzt das Make-up ein paar Stunden später aus. Wir haben es jetzt, uff, ich glaube, kurz vor 10. Ja, und um 2 ungefähr habe ich es drauf gemacht. Also die Augenbrauen sitzen, sind ein bisschen verwischt. Das Augen-Make-up hält, das muss man wirklich sagen. Es hat sich nichts abgestempelt oder so. Vom Make-up an sich muss ich auch wirklich sagen, dass es sich nicht in den Falten irgendwie abgesetzt hätte. Das Einzige, was ist, ist natürlich der Lippenstift, ne? Der ist ein bisschen abgegangen, aber es ist nur minimal. Und ja, so sieht es jetzt nach ein paar Stunden aus. Und ich finde die Foundation richtig toll. Den Concealer finde ich jetzt auch ein bisschen besser als vorher. Ja, ne? Kann man auf jeden Fall öfters tragen. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Video, beziehungsweise jetzt kommt noch eben eine Verlosung für dich. Schau mal. Alle Infos dazu unten in der Infobox. Verlosungen gehen bei mir immer ziemlich genau 4 Wochen. Ein Hashtag musst du nicht zwingend verwenden, aber du musst mich irgendwie darauf hinweisen, dass du an der Verlosung teilnehmen möchtest. Und ja, alles weitere unten in der Infobox. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne abonnieren. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!